und durch gorillaähnliche, 2 Meter große Humanoide mit einem Ordnerarm in Nähe kontrolliert wird. Bitte denken Sie auch daran, dass Personen unter 18 Jahren sämtlichen Sachzwängen in Bezug auf Alkohol und Lärmschutz unterliegen. Für die besonders Kleinen liegen 2-mal Ohrschützer für Sie an unserem Medusa-Merchandise bereit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Schwimmwespen unter Ihrem Sitz entfernt worden sind. Haifische stehen heutzutage unter Naturschutz und Ihnen ist es absolut verboten, schlechtes menschliches Fleisch, durchsetzt von Fastfood und Limonade, zu verzehren. Um diesen für diese unfassbare, bezaubernde Spezies unhaltbaren Zustand zu beenden, möchten wir Sie herzlich dazu einladen, die von uns angebotenen Getränke an unsere Getränkeausgabe in umfangreichem Maße bis zur völligen Aufgabe sämtlicher Nervensysteme unseres Organismus zu verzehren. Sie achten, diese Halle hier ist 17 Jahre alt. Wir möchten den guten Zustand hier noch eine Weile erhalten. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit der folgenden Vorführung des Konzerts 10 Jahre mit Usain.
euch. Vorwerk! Staubsaugervertreter! Im Topf, mein schönes Schiff! Und sagt mir, Elch und Kobold kaufen! Ich sage zu dem Staubsaugervertreter, wenn du mein Opern unter den unter 5 Minuten saugst, und das bevor wir in den Sturm hineinfahren, dann kauft er einen Kobold. Das ist der Grund, warum wir bei uns in unserem Proberaum einen Staubsauger hinter von Vorwerk Thank you.
Jessie. Wir haben uns gedacht, nach 10 Jahren mit Tusa, wenn wir dann aussehen wie der Dominik, dann lassen wir das Depot bleiben und wir starten so ein Sidechain-Project. Und dann haben wir gesagt, während die da jetzt im Backstage noch alte Herren, wir sind Rumpmüll, machen wir kurz hier unser Sidechain-Programm auf dieser Bühne, bevor dann hier die alten Leute immer so hochdoppeln und so. Also, ihr müsst beim Proform aber alle mitsingen, ja, weil sonst trauen wir uns nicht. Ihr kennt ja die Miri, das ist ein ganz schüchternes Gewächs. Du hast doch mal gesungen, alle Jungen seien peinlich. Jetzt bemerken wir mit Sorgen, du schaust ja immer heimlich zu den Typen rüber. Wenn er guckt, dann guckst du weg. Du versuchst es zu verbergen, es hat einfach keinen Zweck. Ausgerechnet, du bist selber voll verknallt, das merkt doch jeder. Du schwebst in den Wolken, leicht wie eine Feder. Wenn er lächelt, wirst du schwach und machst dir fast in die Hose. Das Kind ist verliebt, das ist meine Diagnose. Das haben wir auch vorhin mal eingeschränkt auf der Bühne und die haben dann schön einen Satz gesagt, eine Flagge, ein Arschloch hat keine Flagge. Und das ist dran, wir haben das große Glück hier zu sein. Wir hatten gestern auch in der Jugendherberge den ein oder anderen Kontakt. Und ich war manchmal ein bisschen konsterniert, weil es sind dann doch immer wieder Begegnungen, die spannend sind. Der Lichttechniker da hinten und ich, wir sind also eine alte Oettinger Bierkisten-Tradition, haben wir gefolgt. Und ja, das war schon gut so. Wir haben festgestellt, wir müssen einmal was zusammen und du müsst ja nicht mit mir einer Meinung sein, aber ich sing's trotzdem, weil ich der hundertprozentigen Meinung bin, dass es total wichtig ist, dass man einmal was sagt. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so war das Evident. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden. Nur der Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann jetzt nur freudig und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu lesen lernen. Die Habgier hat das Gute in Menschen erfüllt. Und Missgunst hat die Seele vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderbung und Schuld. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen, unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschine. Klugheit und Wissen und Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Ein kleiner Junge, 9 Jahre alt, steht im Stadion klar, es schneit und ist kalt. Schwester ist das weiß er nicht. Als letztes sah er uns das Gesicht. Auf die Jungs und Männer schützt.
Weiter gehen auf Wiedersehen.